Also es muss, also dass dieser katholische Glaube nicht nur so sehr katholisch bleibt. Das fände ich halt sehr schön, wenn da die Kirche ein bisschen aufmachen würde. Ja, es gibt ja ein gewisses Wertepaket, was das eigentlich ausstrahlen sollte. Danach leben sie meistens nicht, Wasser lernen und Wein saufen. Das ist da die Devise. Das gab es schon immer. Ja, aber wie das jetzt in Wetzlar aussieht, wir kennen es nur aus Limburg. Das ist ja ein prägnantes Thema. Ja. Ich meine, gut, ich hatte schon mit dem Pfarrer zu tun und war soweit auch ganz zufrieden. Aber was ich jetzt erwarten könnte, das kann ich Ihnen nicht sagen. Nur, dass er sich für die Leute mit einsetzt. Mhm. Ja, also, dass ein Pfarrer immer offen ist, so ein offenes Ohr hat und dass man einfach immer mit ihm reden kann. Ja, Menschlichkeit. Allen Menschen aufgeschlossen, ja, egal von welcher Religion, von welcher Rasse, welchem Land, ja. Kinder da sein, ne, mit Kindern viel machen. Das, Kinder hören ja heute im Elternhaus nicht mehr so sehr viel von Gott, ja. Wetzlar bekommt einen neuen Pfarrer. Haben Sie da Wünsche oder Erwartungen? Nee, eigentlich nicht. Ist mir eigentlich ziemlich egal. Okay. Hallo, kurze Frage. Wetzlar bekommt einen neuen Pfarrer. Haben Sie da Wünsche oder Erwartungen? Gar nichts? Ja, ich hoffe, dass er sich ein bisschen um Kinder- und Jugendarbeit bemüht oder weiterhin bemüht. Ja, das fehlt mir manchmal ein bisschen. Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Und das hat auch seine Gründe. Die Gründe sind jahrhundertelanger Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Wenn ihr neuer Pfarrer das in den Griff kriegt, dann trete ich wieder ein. Außerdem sollte er mehr für ökologische Themen offen sein. Die Kirche muss sich öffnen für neue Ideen, damit ihr eine Zukunft habt. Ich kann gerade nicht. Ich bin... Ich bin null religiös. Da fragt ihr wirklich den Falschen. Nee, keine Erwartungshaltung. Soll die kleinen Buben in Ruhe lassen. In allererster Linie, dass er nicht politisch ist, sondern ein Pfarrer ist, der Evangelium verkündigt, der das sagt, was in der Bibel steht und auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Damit eckt er schon ganz viel an und damit hat er mehr bewirkt, als wenn er sich irgendwie politisch äußert. Das machen nämlich viele Pfarrer und das stößt mich unheimlich von der Kirche ab, wenn eine Kirche politisch wirkt und eine Kirche nicht das sagt, was Jesus eigentlich hier auf der Erde wollte. Dass er für uns gestorben und auferstanden ist, dass er uns erlöst hat. Das ist das, was die Kirche verkündigen muss. Und das ist auch das, was ein Pfarrer sagen muss. Okay. Ein Pfarrer wünschen, der für die Jugend da ist. Ja, ja. Okay. Ja. Der tolle Sachen macht, der die Kirche ein bisschen attraktiver für junge Leute macht. Ja, ja. Der nicht nur auf die älteren Leute, auf die Bedürfnisse der älteren Leute eingeht, sondern auch auf die Jugendlichen. Wir wissen nur, dass sie jetzt einen Pfarrer bekommen, der sich sehr stark um die Ökumene bemüht und auch in der Ökumene arbeitet. Insofern denke ich, ist das eine sehr gute Grundlage, beziehungsweise hierzu der Kirche, die ja katholisch und evangelisch genutzt wird, würde ich mal sagen, eine sehr gute Besetzung. Ein Pfarrer sollte die Gemeinde zusammenhalten, der sollte was für die Jugendlichen tun, der sollte ehrlich sein. Ja, das wäre jetzt so, was mir auf Anhieb einfällt. Können Sie das mit der Ehrlichkeit ein bisschen weiter ausführen? Nö, kann ich jetzt nicht ausführen. Also ehrlich ist ehrlich. Also Ehrlichkeit als Vorbild für die Jugendlichen zum Beispiel, für Kinder. Dass man halt so, man denkt hier, der Pfarrer ist ja wirklich so, wie der seine Wörter hält und so. Das bringt er. Ich finde, der neue Pfarrer sollte auf jeden Fall für Gemeinschaft sorgen können, wissen vielleicht, wie er die Leute verbindet und vielleicht auch schafft, dass neue Leute in die Kirche kommen, zur Gemeinde und auch so ein Anker für den Glauben sein, also dass man weiß, man kann sich immer an ihn wenden, wenn was sein sollte. Ja, einfach eine Vertrauensperson auch im Glauben. Genau. Also auf jeden Fall für Gemeinschaft sorgen, eine Stütze sein für Menschen, die schwierige Zeiten durchleben, demnach auch Empathie mitbringen in seinem Beruf und halt ein bisschen Pep, dass die Jugend auch angesprochen wird in den Gottesdiensten. Ich habe ihn jetzt leider noch nicht kennengelernt, aber ich gebe dem gerne eine Chance, weil es ist echt schwer, in eine neue Kirche, in eine neue Gemeinde reinzukommen. Von daher hoffe ich das Beste für ihn und drücke ihm die Daumen. Ja.
hier vielleicht einfach mal die alten Wege verlassen und die Strukturen mal durchbrechen. Mal ganz pauschal gesagt, ja. Weil ich finde es eigentlich immer ganz, ganz, ganz schön, wenn man die Sachen mit der Zeit, die sich verändert, vielleicht auch überdenkt und einfach mal anders anfasst. Weil es ist schon gefühlt, aber das ohne Wertung auch gar nicht negativ gemeint, sehr eingefahren und altmodisch und die Zeit ändert sich und die Kirche soll trotzdem den Weg nicht verlassen, aber sich dementsprechend ein bisschen flexibel ändern. Ich finde es wichtig, dass er die Leute auch ein bisschen begeistern kann. Ich kenne das von meiner alten Kirche, da waren die Gottesdienste immer relativ langweilig und ja, halb zum Einschlafen. Ein paar Witze einbauen, die Leute wirklich ein bisschen persönlicher ansprechen und ein bisschen begeistern können. Eine gewisse Empathie, um sich auch mit den Leuten auseinanderzusetzen, die Kirche wirklich braucht oder die Kirche brauchen. Für Gerechtigkeit, für Gleichheit, für er sollte sich sozial einsetzen. Er sollte mit dem Volk sein, er sollte nicht über dem Volk stehen, also sich gehobener fühlen als die Leute, die vor ihm sitzen. Ja, ich finde, das sind wichtige Werte. Ich versuche, die Probleme eher pragmatischer anzugehen und versuche, die selbst zu lösen, anstatt nicht Beihilfe, aber eine Lösung in der Kirche zu suchen, beziehungsweise Beratung in der Kirche zu holen. Freundlich, ich hatte noch einen dritten Begriff gerade, ne? Natürlich gegen Rüstung, für Frieden in der Welt, gegen Donald. Zum Beispiel eine Kirchenasyl, wenn es hart auf hart wird, ne? Das finde ich immer gut, wenn Pfarrer sowas bringt. Und dann, gerade Wetzlar hat natürlich auch eine historische Vergangenheit in Sachen Judenverfolgung, ne? Da kann man natürlich auch nochmal ein Signal setzen, dass wir heute anders drauf sind, wo der Trend ja gerade wieder Richtung Nazi geht und Antisemitismus. Also das wäre ganz schön, wenn da die katholische Kirche sich auch ein bisschen engagieren würde. Neuen Pfarrer, ah ja, dass er gute Musikkonzerte macht, gute Orgel spielt und dass er gute Konzerte organisiert in der Kirche. Aber für die neuen Pfarrer ist es, was heutzutage die Menschen brauchen, ist mehr als Musik, ist eher mehr über Gott. Weil heutzutage alle denken, dass die Welt zu Ende geht wegen Corona und so. Und der Pfarrer muss uns Menschen nahe zu Gott bringen, quasi, wollen wir so sagen. Ja, dass Pfarrer eben halt ehrlich sind, dass sie gerecht sind, dass sie nicht falsch spielen, dass sie eben halt gottesgläubig sind und dass sie einem halt den Leuten helfen. Was meinen Sie genau mit Leuten helfen? Ja, also in erster Linie, dass eben halt Leute, die sich nicht wehren können, die also sich ungerecht behandelt fühlen oder die wenig Geld haben und nicht sich viel leisten können, dass da eben halt ein bisschen Hilfe kommt. Das meine ich. Dass da Pfarrer sich da mal einsetzen. Das ist meiner Meinung nach. Nichts? Nö. Aufmerksamkeit zu gewinnen, das ist ja, muss man erstmal Gott richtig also befürworten und Jugend also an sich ziehen. Okay, also muss Jugendarbeit verbessert werden? Ja, für die Jugend, ja, weil die Jugend heutzutage, wenn du guckst mal in den Bahnhof rumtreiben, also ja. das wäre es ja für die Jugend. Was. Haben Sie da vielleicht irgendwelche Ideen, was besonders? Ja, irgendwas, eine Sportaktion, irgendwas sowas machen von der Kirche aus, also damit die Jugend also interessiert werden. Also irgendwas, so ein bisschen extremer alles, also, was die Kirche nicht befürwortet in dem Sinn, okay, aber das wäre es ja in dem Sinne. Also ein guter Pfarrer sollte definitiv natürlich auch mit den Leuten umgehen können und da gut Seelsorge auch machen können. Aber natürlich auch, finde ich, Predigten sehr wichtig, dass er Gottes Wort halt gut und richtig natürlich auslegen kann und dass er ja einfach dann für den Herrn lebt und Jesus nachfolgt wirklich. Also es geht ja da in dem Kontext um die Geschichte von den zwei Emmaus-Jüngern, die dann nach Emmaus gegangen sind, wo Jesus dann die Schrift ausgelegt haben und wo sie dann später gemerkt haben, hey, das muss Jesus gewesen sein, weil unser Herz hat ja so gebrannt, als wir, als er mit uns gesprochen hat und uns das Wort ausgelegt hat. Und ich denke, das sollte einerseits auch etwas sein, das ein guter Pfarrer haben sollte. Jetzt natürlich muss er jetzt nicht genau wie Jesus sein, aber dass er das gut und richtig auch auslegt und damit auch wirklich die Leute erreicht. Und auch was dazu sagen kann, ist, dass er auch wirklich so von Jesus und der Bibel auch so ein brennendes Herz dafür haben sollte, finde ich, ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig dafür. Und halt auch wichtig, dass man auch merkt, ihm brannte auch wirklich das Herz für Jesus. Das, denke ich, ist da auch sehr wichtig oder vielleicht sogar das Wichtigste, was ein Pfarrer ausmacht. Katholischer Pfarrer kommt der Mut zur Initiative und zum aufgeschlossenen Dasein an. Aber allgemein für die Kirche, auch jetzt für die Katholik, gut, sind viele ausgetreten.
klar, Austritte waren eine Menge gewesen und die müssten eher wieder zum Glauben kommen. Mhm. Ernst gemeint predigen. Genau. Bei uns zum Beispiel, uns im Siegerland, Siegen sind Kirchen, das sind Pfarrer, das sind Atheisten. Ja, ist tatsächlich so. Kann man kaum glauben, aber ja, vielleicht bin ich ein bisschen konservativ, aber Kind auf, da die normalen Gebete von, da die kleinen Kinder schon dazu angefordert werden. Gewisse Jugendarbeit, wie früher CVJM, Freizeiten. Das wäre eigentlich sehr gut. Vielleicht Thebats wiederholen. Aber den. Ja, kann auch wieder aktiviert werden oder so. Warum soll er sein Geld umsonst bekommen? So, wissen Sie, ich bin ja Tourist und von daher kann ich das gar nicht beurteilen. Gute Frage. Ich sag mal so, ich war früher Messdiener, ich habe mich aber schon 50 Jahre nicht mehr mit der Kirche auseinandergesetzt. Ja, ich bin immer mehr von der Kirche abgewichen. Nicht, weil ich eigentlich doch glaube, ja, aber irgendwo bin ich enttäuscht worden und von daher. Ja, aber gerade dann haben Sie ja mit Sicherheit Ideen, was sich verändern könnte, damit es besser wird. Das habe ich schon gesehen. Aber die Frage stellen Sie mir, wahrscheinlich können Sie die besser beantworten als ich selber. Ich möchte einen Pfarrer haben, der der Gemeinde nahe ist, der, man muss ihn nicht anfassen können, aber der nicht im Auto sitzt und sich abkapselt, sondern der für die Gemeinde sichtbar ist. Nicht nur in der Kirche, auch sonst. Der Pfarrer bei einer Gemeinde, der hat zum Beispiel auch ein Auto, das steht nur in der Garage und der fährt überall hin mit dem Fahrrad. Zur Beerdigung oder egal was er anhat, das schafft er damit auf dem Fahrrad zu fahren. Das heißt, er ist immer und überall für alle sichtbar und ansprechbar. Die Menschen sollen eher viel Verständnis füreinander haben, für jedes Glaubensart. Ich bin zwar nicht gläubig, aber ich denke, das ist sehr wichtig, dass man Respekt gegenüber jedem haben sollte, in jedem Art. Und haben Sie da konkrete Ideen vielleicht für Aktionen, wie man das umsetzen könnte? Ideen habe ich nicht, aber ich denke, man sollte eher so Jugendliche mit hineinbeziehen. Ne? Weil es nimmt, denke ich mal, im Glauben sehr viel ab, dass Jugendliche, dass Neuwachsende dran scheitern. Mhm. So in die Kirchen zu gehen oder das ist für den langweilig, das ist nicht so chillig, da hat man keine Lust. Ne? Und da müsste man irgendwelche Aktionen machen, zum Beispiel, dass man die mit hineinbezieht. Ja, der neue Pfarrer kommt jetzt, glaube ich, am Sonntag und ist noch ein relativ junger Pfarrer. Und ich glaube, dass ich mich sehr freue auf ihn, wenn er kommt. Also ich bin auch katholisch, gehe auch hierher und für mich ist es sehr schön, dass wir jetzt endlich einen neuen Pfarrer haben. Ich denke, dass der Pfarrer wahrscheinlich auch noch einiges zu tun hat, dann, wenn er unsere Gemeinde erstmal kennt. Also einfach ist das ja gar nicht, was wir hier haben mit den ganzen Problemen, die wir hier haben am Domplatz. Und er wird sich sicherlich für die katholische Kirche auch sehr einsetzen, zusammen mit seinem evangelischen Kollegen, garantiert. Und natürlich mit uns, wir sind ja sehr wichtig, dass wir auch dabei sind, die Bürger. Das ist sehr gut.